Meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu einem spontanen Auspackvideo. Und zwar habe ich heute die Nachricht bekommen in der DHL-App, dass ich ein Paket erhalten habe. Und dann habe ich ein Paket abgeholt, womit ich nicht gerechnet habe. Ich habe keine Vorwarnung gekriegt, nichts. Es war also eine Überraschung. Und zwar dieses schöne Paket hier von der Nicole H. Ja. Und ich habe es schon aufgeschnitten, habe nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob es irgendwas war, das ich privat bestellt habe oder ich weiß es nicht. Deshalb kann ich euch jetzt als erstes den Brief zeigen. Und ich drehe das Ganze mal um, weil ich habe es schon aufgeschnitten. Ich zeige euch aber gleich erst, was drin ist. Ich habe noch nicht komplett ausgepackt, ich habe nur mal reingelinst. Und zwar habe ich diese schöne Karte bekommen, die kommt auch an meine Pinnwand, die hinter mir ist. Und einen schönen Brief, den sie mir geschrieben hat. Und zwar, hallo Annika, ich gucke deine Videos sehr gerne an. Deine Videos sind toll kreativ, bunt, inklusive Glitzer. Mach weiter so, wie ich aus deinem letzten Video Action Roll vom 25.09. erfuhr, dass die Modelliermassen in Schwarz, Hellgrün etc. nicht mehr so gibt. Dass du vor allem Schwarz sehr dringend brauchst. Hier hast du die ausverkauften Modelliermassen wieder. Hoffe, dass die richtigen Farben sind. Und ein kleines Geschenk. Ist zwar nicht viel, aber fein. Gott segne dich und herzliche Grüße. Gott segne dich auch, meine Liebe. Und ja, bei uns sind zwei Action-Läden. Und bei einem gibt es überhaupt kein Schwarz. Und bei dem anderen kriege ich immer so den letzten beiden Schwarzfarben. Ich habe jetzt hier schon eine kleine Sammlung in meiner Schublade. Aber da habe ich auch nur zwei Packungen Schwarz drin und die sind auch schnell aufgebraucht. Dann habe ich noch diese hier und die sind auch schnell aufgebraucht, weil ich habe jetzt auch wieder Aufträge, ich muss schon wieder 9 Stifte machen und ja, dann gucken wir uns jetzt mal an, was in diesem Paket so drin ist, weil da habe ich noch nicht richtig reingeguckt, ich habe nur gesehen, das ist wohl das ist, was in der Karte gesagt wird, aber ich weiß nicht, ne, ich gucke erstmal jetzt, so, zeige ich euch mal. Das ist das, was in dem Paket drin ist. Und dann packe ich mal hier die Pappe weg. Halleluja. Ihr sollt euch wegen mir nicht so in Unkosten stürzen. Das sage ich immer wieder. Es reicht mir, wenn ihr mir Postkarten schickt. Ja, ihr braucht doch nicht so viel Geld für mich ausgeben. Modelliermassen kosten 1,09 Euro pro Paket. Und wenn das jetzt schon mehr als 5 sind, ist es schon echt viel. So, da haben wir diese hier. Das ist sehr schön. Magnetlesezeichen. Och, wie cool. Oh, das ist schön. Da freue ich mich riesig drüber. Die sind ja toll. Die sind süß. Die lege ich mir auch beiseite. 2, 4, 6, 8, 9. Meine Güte, du bist ja verrückt. Ihr seid so süß, ne? Ihr seid so süß. Ich brauche nur einmal im Video zu sagen, hey, ich brauche das und das. Und schon macht ihr, was ihr könnt. Ja, das ist echt so süß. So, das ist richtig cool, weil diese pastellrosa Farbe, diese richtig schön helle rosa Farbe, brauche ich dringend im Moment. Und dieses geniale Pink, ja, und dieses schöne Rot. Tolle Farben. Man muss ja auch mal sagen, Action hatte schon immer so diese Modelliermasse, aber die Farben haben sich ein bisschen verändert. Hier diese schönen Pastellfarben sind dazugekommen. Guckt euch das an. Und auch bei dem Blau, hier oben, dieses Babyblau. Echt schön. Boah, ich danke dir von Herzen, meine Liebe, ehrlich. Gerade jetzt, wo ich die ganzen Stiftaufträge bekomme, brauche ich diese Farben echt dringend. Und gerade das Schwarz. Gerade das Schwarz, was jetzt viele möchten. Mit Pink, mit Grün, mit Weiß, mit allem. Davon hast du mir 4 Stück eingepackt. Ich könnte dich knutschen. Ich danke dir so sehr, ehrlich. Das ist der Hammer. Damit habe ich nicht gerechnet. Du hast mich nicht vorgewarnt. Ich kriege ja sonst immer von den Zuschauern so eine kleine Vorwarnung, hey, du kriegst ein Paket von mir, aber diesmal war ich sehr überrascht, dass DHL
mir sagte, es ist ein Paket für mich angekommen, weil ich hatte ja nichts bestellt. Guckt euch das an. Du bist so verrückt. Ja. Ja, und ich kann glücklich sagen, ich bekomme ein A3 Lichtpad. Also bitte, 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 kauft mir jetzt nicht wie die Wilden dieses A3 Lichtpad. Ich bekomme es jetzt schon. Ja. Macht euch bitte nicht die Umstände, es ist alles gut. Auch diesen Wunsch habe ich mir erfüllt. Und ja, ne, ich danke euch von Herzen, dass ihr so an mich denkt, dass ihr euch so Mühe gebt, dass ich mir Wünsche erfüllen kann. Ihr seid echt der Wahnsinn und das muss ich auf jeden Fall Ende Oktober mit der Verlosung an euch zurückgeben, ihr Lieben. Wirklich, von Herzen bedanke ich mich bei euch. Das ist toll. Ihr seid die tollste Community, die ich haben kann und ich freue mich auf viele, viele weitere Videos mit euch, für euch und so weiter. Ich werde jetzt die Tage mal ein Video abdrehen, wie ich die Stifte mache. Ich habe auch schon gesehen, die Stifte werden jetzt auch schon eifrig nachgemacht. Na, jetzt schon von 3 Leuten, die mir geschrieben haben, wie macht man die und so. Ich gebe natürlich gerne Tipps, aber dennoch hoffe ich auch, dass einige von euch vielleicht auch Stifte von mir haben möchten. Ne? Also nicht nur, dass ich euch Tipps gebe, wie die funktionieren, sondern vielleicht gefallen euch die Stifte, die ich mache. Denn ich mache sie ja auch immer wieder mal anders. Und ich gebe ja nicht alles preis. Ne? Ich gebe nicht komplett alles preis, wie ich meine Stifte mache, sondern halt nur, wie man sie einrollt und backt. Ja. Und wie man sie lackiert. Ja. Gut. Also ich freue mich riesig darüber. Ich danke dir von Herzen, meine Liebe. Und deine Karte kommt definitiv an meine Pinnwand. Ja. So süß von dir, Nicole. Danke. Das war echt eine Überraschung. Wirklich. Als ich das ausgepackt habe jetzt gerade. Toll. Toll, toll, toll. Guckt euch mal dieses Giftgrün an. Ja. Jeder, der gerne mit Polymer Clay arbeitet, der weiß, was ich meine. Ich meine, gut, normalerweise hätte ich Fimo genommen, aber Fimo ist wirklich teuer. Ja, wenn ich da 12 Euro für 12 Farben zahle und hier habe ich 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 Farben. Das ist wirklich viel. Also, bombastisch. Ich werde die ganzen Farben jetzt mal in die Schubladen hier räumen und dann werde ich mich an die Stifte ranmachen. Vielleicht filme ich dabei ein bisschen. Wir werden sehen. Ja, mal gucken. Mal was spontan. Gut. Und wenn ihr möchtet, ich blende euch jetzt die Stifte ein, die ich bisher gemacht habe. Vielleicht habt ihr ja Lust auf einen der Stifte. Schreibt mir einfach, die sind schon fertig. Die liegen hier bereit. Ich zeige euch die mal. 20 Stifte liegen hier schon fertig drin. Na, einige sind jetzt schon verkauft worden. Die, die hier drin liegen, sind noch da, sind noch zu haben. Die blende ich euch jetzt einzeln ein. Und wenn euch was davon gefällt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Und ja. Na, wisst ihr Bescheid. Gut. Also ich habe euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt, eure Anni. Tschüss.